Heute im Shoot Club Review die CZ-P10C von ASG. In diesem Video werden wir die Waffe auspacken, ihre technischen Daten und Funktionen durchgehen und einen kleinen Schusstest durchführen. Fangen wir an. Zuallererst der Karton. Edles Design, die CZ-P10C in diesen weißen Outlines gehalten. Große Beschriftung, damit man direkt weiß, um was es sich handelt, und ein kleiner Hinweis, um welche Farbe es sich handelt. In dem Fall haben wir die Variante in Schwarz, aber es gibt noch eine Variante in Dualtone, das wäre dann ein schwarzer Verschluss und ein Griffstück in FDE bzw. TAN. Ja, lass uns einen Blick drauf werfen, was alles in der Verpackung enthalten ist. Hier haben wir die P10C von ASG selbst, ein Magazin, was bereits in der Waffe liegt, das Benutzerhandbuch, und ein paar Griffschalen, um die Airsoft an eure Hand anzupassen, und ein Imbusschlüssel für das Magazin, da es sich hier um eine CO2-Pistole handelt. Auf den ersten Blick macht die P10C einen sehr soliden und gut verarbeiteten Eindruck. Das Design ist ansprechend, die Materialien fühlen sich hochwertig an und die gesamte Konstruktion wirkt robust. Auch im Verschluss ist praktisch kein Wackeln vorhanden, wie von zum Beispiel den VFC Glocks bekannt. Trotzdem haben wir ein kleines Wackeln vom Magazin, welches nicht ganz press in der Waffe sitzt, und von dem Außenlauf. Das ist aber natürlich klar, da beide Teile sich bewegen in der Waffe und diese halt nun mal nicht absolut fest sein können. Ansonsten ist sie wirklich griffig und passt sich den Händen perfekt an. Ein paar technische Daten zu der P10C. Wir haben hier eine Airsoft im Kaliber 6 mm BB. Angetrieben wird sie durch CO2. Wir haben eine Energie von ca. 1 Joule, eine Magazinkapazität von 22. Die P10C ist 180 mm lang, besitzt eine Lauflänge von 90 mm und wiegt 720 Gramm mit Magazin. Hier haben wir, wie gesagt, die Ausführung in der Farbe Schwarz, aber wie gesagt, es gibt noch eine mit dem tannfarbenen Griffstück. Das Einlegen des Magazins geht super einfach und schnell. Zum Magazin selbst, es ist ein CO2-Magazin, das heißt, es wird mit einer 12 Gramm CO2-Kartusche betrieben. Das Magazin hat eine zweite Aussparung, wodurch es nicht aus der Waffe herausfällt, wenn man das Magazin mal nicht richtig eingeschoben hat. Das Griffstück ist aggressiv strukturiert und bietet einen festen Halt für die Hand. Ebenso ist weiter vorne noch eine strukturierte Fläche auf beiden Seiten für Links- oder Rechtshänder, damit der Daumen nicht abrutscht, beziehungsweise wenn ihr den Finger lang macht an der Waffe, dort eine Fläche habt, wo ihr den Finger drauflegen könnt. Der Magazinauslöser befindet sich auf der linken Seite und lässt sich leicht mit dem Daumen betätigen. Für Linkshänder gibt es die Möglichkeit, einen beidseitig bedienbaren Auslöser zu verbauen. Im Gegensatz dazu lässt sich der Verschlussfang bereits beidseitig bedienen. Der Abzug besitzt eine Abzugszunge und hat ein relativ leichtes Abzugsgewicht. Kimme und Korn sind fest durch eine Schraube an der Pistole fixiert und nicht verstellbar. Wenn ihr lieber einen Rattert auf der Pistole haben wollt, ist das aber auch kein Problem, denn dafür bieten wir eine Optic Ready Adapterplatte an, womit sich durch wenige Handgriffe ein kleines Rotpunktvisier befestigen lässt. Das Hop-Up befindet sich im Auswurffenster, dafür einfach den Verschluss zurückziehen und arretieren, und dann könnt ihr das Rad drehen, um mehr oder weniger Hop auf die Kugel zu drücken. An der Unterseite haben wir noch eine versteckte Sicherung. Wenn ihr den roten Punkt seht, ist die Waffe feuerbereit, und wenn ihr den weißen Punkt seht, steht sie auf Safe. Neben der Sicherung ist noch ein Slot für diverses Zubehör, wie zum Beispiel eine Dummy-Lampe oder eine Scope-Cam oder ähnliches. Das Abnehmen des Verschlusses ist ähnlich zu einer Glock. Am besten funktioniert es, die Airsoft einmal durchzuladen, dann beide Hebel herunterdrücken und nach vorne abziehen. Zur Pflege empfehlen wir hier regelmäßiges Ölen bzw. Einfetten der Teile. Wenn ihr Schalldämpferattrappen oder Tracer benutzen wollt, gibt es noch einen Ersatzaußenlauf mit 14 mm Negativgewinde. Nun zum Schusstest. Wir testen die P10C auf ca. 25 Meter. Wie ihr seht, ist die Präzision und Reichweite absolut in Ordnung. Die Handhabung ist sehr angenehm und die Waffe liegt gut in der Hand. Der Rückstoß ist durch das CO2-System sehr knackig und es ist möglich, eine schnelle Schussfolge abzugeben.
Mit einer CO2-Kapsel konnte ich problemlos 3 voller Magazine verschießen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die CZ-P10C eine hervorragende Wahl für Airsoft-Spieler ist. Sie bietet eine solide Verarbeitung, gute Schussleistung und ist leicht zu warten. Besonders für Einsteiger, die eine zuverlässige und einfach zu bedienende Waffe suchen, ist die CZ-P10C von ASG sehr zu empfehlen. Übrigens, falls ihr unser Video zur Dark Emergency noch nicht gesehen habt, dann klickt doch mal hier.